Mein Name ist Jan Metzler, ich bin 32 Jahre, von Beruf gelernter Winzer, Diplom-Betriebswirt an der FH studiert und seit letztem Jahr im September Bundestagsabgeordneter hier in Berlin. Mein Lieblingsheimatvolksfest, da müsste ich jetzt sagen, da gibt es eigentlich viele, weil viele mich wirklich sehr berührt haben im Laufe der Zeit, aber es gibt natürlich ein herausragendes, das ist für mich das Wormser Backfischfest. Weil das Wormser Backfischfest ist das größte Volksfest am Rhein, das größte Weinfest am Rhein und Wein, das ist so ein verbindendes Element in meiner Region und ich glaube, das Wormser Backfischfest schafft es, dieses verbindende Element mit der Geselligkeit der Menschen ganz gut zusammenzubringen. Ich verbinde mit dem Wormser Backfischfest viele schöne Erinnerungen. Also das sind zum einen die Familienausflüge ganz am Anfang mit Opa und Oma. Das geht dann weiter mit denen der ganzen Familie, mit Mama, Papa und Schwester, mit allem, was so zur Familie zugehört. Aber das sind dann auch gewissermaßen die ersten Erlebnisse gewesen mit der ersten Freundin und vielem anderen mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz verbindendes Element. Familie, Freundin, Und Freunde und das alles kommt dann gesellig und gemütlich beim Wormser Backfischfest zusammen. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Mischung aus vielen schönen Erinnerungen. Ich denke, dass Volksfeste eine ganz entscheidende und wichtige Bedeutung für den Kulturstandort Deutschland haben. Denn ich glaube, das ist so eine Projektionsfläche, auf der sich vieles abspielt. Da hat man Gäste regional, da hat man aber auch Gäste international und alles kommt familiär zusammen und feiert eben das Fest, das eben vor Ort gefeiert wird. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um Deutschland wirklich so zu präsentieren, wie es ist. Herzlich, volksnah und lebendig. Deswegen glaube ich, dass die Volksfeste einen ganz entscheidenden und wichtigen Beitrag dazu leisten. Wenn ich an Volksfeste denke, denke ich an in meiner Region an Wein. Da fällt mir Geselligkeit ein, da denke ich an Gemütlichkeit, da denke ich an Freundschaft und da denke ich an Herzlichkeit. Ich glaube, das trifft es ganz gut, was Volksfeste nicht nur in meiner Heimat, sondern glaube ich in ganz Deutschland auch ein Stück weit prägt.